Hallo und herzlich willkommen bei Kai. Heute möchte ich euch einen kleinen Trick zeigen, wie ihr ein Vorhängeschloss, wo ihr den Schlüssel vergessen habt oder ihn halt nicht mehr findet, öffnen könnt. Und zwar mit Hilfe von ganz viel Werkzeug, und zwar einer handelsüblichen Büroklammer. So. Alternativ könnt ihr auch noch eine Zange dazu nehmen. Ist nicht zwingend, aber erleichtert die Arbeit. So, und zwar basteln wir uns jetzt aus der Klammer. Basteln wir uns zwei Werkzeuge. Jetzt machen wir die ganz auseinander. So, hier kommt die Zange ins Spiel. Man könnte, wie gesagt, das Ganze auch ohne basteln. Machen die einmal auseinander. Zack. Knicken. Und basteln uns, wie gesagt, erstmal einen, ich nenne es mal einen Spanner. So. 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 Und unseren Setzer. Die Zange brauchen wir jetzt nicht mehr. Das ist wie gesagt ein ganz normales Vorhängeschloss. Jetzt setzen wir den Spanner hier ein. Mit ein ganz bisschen Druck, weil wir müssen hier drin, Moment, da, diese kleinen, sieht man sie, diese kleinen Bolzen müssen halt nach unten gedrückt werden, einer nach dem anderen. Ganz klein bisschen Druck, damit diese auch runtergedrückt werden können und in ihrer Position, wo sie hin sollen, verweilen. Das bisschen Druck ist dafür da, damit wir nachher, Momentchen, manchmal dauert es, also, klack, und fertig. Manchmal dauert es bei dem ein und demselben Schloss 10 Sekunden, manchmal auch 10 Minuten. Ist auch ein bisschen Glück dabei. So, wie gesagt, ein kleines bisschen Druck. Man sieht es hier vielleicht, indem ich so ganz kleines bisschen nur drücke. Die einzelnen Stifte nach und nach, ich mache das in so einer, ja, Wellenbewegung, runterdrücken und ganz am Ende merkt man, dass man zack durchkommt und dann wird schon gedrückt. So. Hiermit beende ich das. Abonniert meinen Channel, wenn es euch gefallen hat. Es kommen noch mehr Sachen. Dankeschön und Wiedersehen.